Jetzt machen wir noch einen doppelten Achterknoten. Dafür fangt ihr wieder mit dem Achterknoten an. Legt die Schlaufe. Legt von links nach rechts drüber. Dreht die Schlaufe einmal. Und nehmt die rechte Seite, steckt sie von unten durch. Diesmal zieht ihr den Knoten aber noch nicht zu. Nur so ein bisschen. So. Nun legen wir, um das einmal zu verdeutlichen, eine Schnur unten hin. Dann können wir da drüber gehen. Nehmt ihr das untere Ende und steckt es von unten durch die Schlaufe durch. Nun geht ihr immer mit den Knoten. So. Von hier, der hier rüber. Und von unten durch. Nun könnt ihr ihn festziehen. Dabei müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr ihn gleichmäßig festzieht, beziehungsweise immer wieder nachzieht. So habt ihr den doppelten Achter und könnt damit auch irgendwas befestigen.